Wie kann man nur so verkommen? Wenn man einmal solche Formen gehabt hat. Konturen. Idealmaße. Ein Schönheitsideal für alle. Fräulein Leonida, wir können Sie nicht verstecken. Es kommt eine chinesische Delegation. Man möchte mit Ihnen dinieren. Zum ersten Mal in Europa. Aus der chinesischen Provinz Shenzhen. Shenzhen? Man lächelt. Man hat Verständnis. Wie charmant. So ist Europa. Freigestellt, Fräulein Leonida. Kriegen Sie das hin? Bis morgen. Alles für die Firma. Repräsentantin. Generalsekretärin. Schönes Büro mit Pflanzen, Klimaanlage, Weitblick auf die Autobahn. Ich saß ja manchmal nahezu nutzlos in meinem Büro herum. Draußen das schöne Schild, schöne Visitenkarte. In der Kantine tipptopp. Oh Gott der Sonne, Apollon, sende deine Strahlen und wärme unsere Herzen. Möge deine Kraft Helios, Sunpoint, Ergolein, mich retten. Liebe Chinesen und Chinesinnen aus Chanson. Eine Tischrede für unsere chinesischen Gäste zwischen zwei Gängen. Möchten Sie lieber zwischen Aperitif und Antipasti, zwischen Hauptgerichten oder zum Dessert? Wird simultan übersetzt. Überlegen Sie, ist die Delegation hungrig? Fressen Sie sie mit den Augen. Sie werden sie verschlingen, auffressen, jedes Wort von ihren Lippen schnappen. Nur solange sie hungrig sind, spielt der Inhalt ihrer Rede keine Rolle. Alle schauen sie an und denken dabei nur ans Essen. Aber sind die Delegierten satt, müssen sie schon überzeugen. Ihnen hört sonst keiner zu, weil sie nur ein Bild sind im Firmenprospekt mit einem kurzen Text darunter. Nach den Hauptgerichten verdaut jeder nur für sich. Sake, Wein, Bier, gefährlich für eine Rede. Ich empfehle Ihnen, Leonida, von Herzen, vor den Hauptgerichten. Reden Sie immer vor den Hauptgerichten. Ein kleiner Tipp von mir, weil Sie mich an meine Mutter erinnern. Schönen Tag noch, Leonida. Steckt in seinem Hugo Boss Anzug Kleiderbügel im Kreuz. Je dürftiger der Typ, desto teurer der Anzug. Aufreißen, sich nach oben bumsen, Schlampe. So hat die ihren Job gekriegt, Luder. Alles für eine Stellung. Setzt sich in der Firmenkantine neben den Vorstandstisch. Als Frau muss man hässlich sein, sonst hat man sich seine Position nur erschlichen. Gilt überall als Allgemeinplatz. Bei Frauen und Männern. Ja, ja. So ist das eben. Aber was kann keinem. Mich ins Großraumbüro. Mit eingefrorenem Gehalt. Sie mit Millionen zum Verschwenden. Millionen! Für Ihre abgeschottete Wellness-Welt. Der übrige Rest aber soll flexibel sein. Peanuts her oder ich bin weg und tschüss.
bitte! Verdammt und Sache. Und dann werde ich Ihnen eine Rede halten, dass unser China-Geschäft ins Unermessliche steigt. Ins Gigantische. Milliardenbeträge, tausende Millionen Euro, dass Sie mir auf mein Peanuts-Gehalt noch was drauflegen. Eine Leistungsprämie, Extravergütung, Sonderausschüttung, wie beim Lotto. Und die Headhunter mich mit ihren Angeboten verfolgen, mir auflauern, nach meiner Privatadresse fragen, meine Geheimnummer knacken. Da brennen sie, die weinseligen Vorstandsaugen, wenn ich sie nur erwähne, ihre eine neue, rosa-rote Schnäppchenwelt. Und alles politisch korrekt. Neue Einkaufsideale, neue Fernreiseideale, neue... Wir sind was Neues, Ideale. Und alles politisch korrekt. Halbe Gehälter. Doppelte Preise. Alles politisch korrekt. Optisch. Absolut keine Preissteigerung. Die Klingelingeling. Nur gefühlte Inflation. Der eine fühlt sie, der andere klingelingeling, rein statistisch nicht. Oh, ich spür's. Du musst von Idealen reden. Immer von Idealen, die alle verstehen, in denen sie sich sonnen. Wir waren überzeugt, an einem grandiosen Zukunftsentwurf mitzuarbeiten. Euphorie, Fortschritt, Gorbatschows gemeinsames Haus Europa. Endlich eine greifbare Utopie. Fusionen, Europa wächst zusammen. Globalisierung, die ganze Welt im Konkurrenzkampf und weitere Entlassungen. Ein neues Wort entstanden. Jobangst. Nur ganz unten kennt man die Realität. Kämpft man uns fast nicht ganz überflüssig zu sein. Die wollen von mir, dass ich ein Bild bin. Und bleibe. So ist Europa, so die Firma. Feminin, verführerisch. Die Chinesen lächeln, wissen. Jetzt hören wir mal gut zu. Ihr gelben Genossen, ihr immer freundlichen Jecken. Ich sag euch jetzt mal ganz direkt im Gesicht, wie das hier zu laufen hat. Ihr bestellt bei uns ein paar fette Großaufträge. Alle für meine Karriere. Dafür organisiere ich euch mit der ganzen Delegation einen netten Abend in der Düsseldorfer Altstadt, den ihr nie vergessen werdet. Alles auf Spesenrechnung. Willkommen in der europäischen Managerkaste. Brasilien, Nizza, Milano. Europa ist bunt, lustig, mal was anderes. Da kommt Freude auf. Wir singen alle mit. Freude, schöner Jetterfunke. Und Eva auch. Die muss endlich mal raus aus ihrer Hartz IV 1,5 Zimmerwohnung. Die kommt mit dem Rückenkeller.
Wir sind sozial. Die Wahrheit sagen. Von den vielen Wahrheiten eine aussuchen und sie aufsagen. Keine anderen Schlachtfelder mehr als die Märkte. Ja! Oh. Gut geweiht, sagt Viktor. Und was für Schlachtfelder. Ja! Subventionen gegen die dritte Welt. Ja? Die Baumwollbauern in Afrika platt machen. Ja? Die verhungern auf ihren Feldern. Ja? Den Weltmarktpreis für Kaffee niedrig halten. Ja? Von der dritten Welt aus betrachtet, sieht Europa vollkommen anders aus. Die Festung. Wie viele Gehirnzellen täglich absterben. Bei allen Akademikern, Bildungsbürgern, Meinungsführern, die sich manchmal besaufen. Was dabei alles verschwindet. Schuljahre, Seminare, Semester. Das wird hoffen. Platz für Neues. Dass man sich endlich erneuert. Liebe Herren Chinesen, the Snow Witch Project. Ich, euer Schneewittchen, im gläsernen Sarg, scheintot, mit einem Stück Apfel im Mund, vergiftet von einer eitlen, alten Königin, die sich eurozentrisch im Spiegel betrachtet. Wer ist die Schönste in der ganzen Welt? Feiern. Ja, danke euch sehr, dass ihr gekommen seid.